Die Hände draußen, das ist irgendwie doof, ne? Wenn du nicht gleich anfängst, schündig dich auch an. Okay. Wer lenkt denn hier die ganze Zeit ab? Mensch, ich wäre schon längst fertig mit dem Programm. Dabei haben wir noch gar nicht angefangen. Ja? So, jetzt also letztes Stück und dann alle gemeinsam ausrasten. Habt ihr den Text noch? Hier übrigens, gar keinen. Übrigens, guck mal, ein Ehrengast. Meister Proper mit seiner Frufe. Ihr hier, also, ich bin Müllsammler. Ich brauche polierte Platten. Hier, mein lieber Freund, komm mal her. Ehrengast, das hast du ja richtig erkannt, aber das ist doch nicht Meister Proper, Mensch. Nicht. Das ist der Hauptdarsteller im neuesten Bollywood-Film. Stimmt. Kandahar gewesen sein. Da ist das sein. Okay, ab Donnerstag wieder im Kino, hat ja wieder offen. Ja, so, jetzt. Jetzt letztes Stück, dann rasten wir aus. Ach komm, lass mal blasen, dann geht's los. Meine Frau kann gut zu grimmig. Gut. Geschwindigkeit. Ja, das war die Geschwindigkeit. Aber es ist sein wahrer Job. Er ist Erdbohrer. Ja, den halben Weg bis China hat er letzte Woche schon hingekriegt. Und aus diesem Grund, hast du mal Zeit? Hallo? Sprichst du Deutsch? Hallo, hier. Komm mal her, wir brauchen nicht mal. Kannst du gleich wieder zurück zu den Eltern? Wir brauchen dich gleich später nicht mehr. Komm, komm. Komm mal da hin. Hier. Hallo Tim, sei gegrüßt. Wie heißt du? Dein Name? Matthias! Oh, schön. Matthias! Oh, das passt doch gut hier. Mit kurzem Haar, ja. Matthias! Also, Matthias, also mit H oder mit J? Ohne Alm? Ohne Alm? Matthias? Ohne Alm? Also nur. Also kannst du deinen Namen schon schreiben? Ja. Wie wird er geschrieben? M? Ja? T? E S? Matthias, dein gut. Publikum! Matthias! Das ist freiwillig zu uns nach vorne gekommen. Er wird jetzt zählen von 1 bis 3 und dann stellen wir uns einfach vor. Ja. Matthias, ja. Kannst du laut und deutlich zählen? So ist ja. Warte, Matthias, wir haben Zeit. Zwischen jeder Zahl ist ein Und vermerkt. Ne? Und dann stellen wir uns vor. Bis 3, okay? Matthias, los geht's. Und 1, 2. Oh, Matthias, du bist doch schon wieder so. Du musst nicht zurück in die Schule. Matthias, lass dir Zeit. Achtung, komm, wir machen es gemeinsam. Und. Und. Und vorgestellt, hallo. Aber ein Tosenapplaus für Mathe! Jetzt ist aber gut, sonst kommt das Frühstück wieder raus. Ja, den letzten Jungen, den haben wir vorne gehabt, der hieß Yannick, der hat gar nicht wieder aufgehört. Ja. Und die Nicole hat man auch schon mal. Mathis, du darfst zurück in deine Mutti, an der Zumutti. Zumutti, Mensch. Vielen Dank für Mathis, hat geklappt. Das war toll. Aber nur aufgepasst, zu meiner linken Seite seht ihr einen Strich in der Landschaft. Bis später. Welcher auf seinem eigenen Sack blasen kann. Ja, aber ich kann meinen nachts beiseite legen. Für euch angereise, Bernatius von Költhofen. Jubel! So, vielen Dank. Und dann haben wir natürlich hier keine Kosten und Mühen gescheut. Ich. Eine runde Sache. Ja. Heute hier in Stralsund der einzige Heißluftballon, der immer am Boden bleibt. Ja, er hat vergessen, den Sandsack abzuwerfen. Leute, das war alles Corona-Hilfe. Vor Corona sah ich noch so aus. Hey, wer glaubt das? Ich. Ja, wer fühlt sich verscheißert? Und dem ist das total egal, wie der mal ausgesehen hat. Genau. Naja, gut. Für die Kinder ist er auch bekannt als Paddington Bär. Jetzt hat er wieder gekifft. Heute hier in Stralsund niemand geringeres als Bombastus von der Heiden. Hey! Für euch angereist aus dem hohen Norden und tief. Oh, Genscher sah auch schon mal anders aus. Oh, Genscherine. Oh, warte mal, du willst doch bestimmt ein schönes Foto machen. Schönes Foto? Ja, komm bei 3. Wir bereiten uns darauf seelisch und moralisch vor. Und 1, und 2, und 3, und Datenschutz. Ja. Übrigens, kleiner Tipp. Wenn du von ihm was drauf haben willst,
Landschaftsmodus. Vor 3 Jahren durften wir nach Schierke. Da war eine große MDR-Bühne. Ich war zu sehen. Mein Kollege stand nur hinter dem Mikrofonständer, den haben wir gesucht. Oh, ja, aber ich konnte mich verstecken. Ah, ja. Das Publikum hat gedacht, Mensch, guck mal, Medizin nach Noten, der Ball ist schon da. Kennst du das noch? Ja. Banknoten. Oder war Adi immer mit seinem geilen Trainingsanzug? Genau. Für so, euch angereist, genau. Aus dem hohen Norden und tiefen. So klein und schon so laut. Na, guck mal hier. Wo bist du denn da die Luft? Guck mal hier noch einer. Guck mal hier noch einer. Wo denn? Wer denn? Hast du mal raufgeguckt auf deine Kamera, was draufsteht? So nie. Besser als Nikon. So, jetzt fang ich nochmal an, ja? Ja, na, fang nochmal okay. an. Du lenkst dich doch selber mal. Ich bin heute gar nicht gefahren. Wegen Lenker, okay. Aus dem hohen Norden und tiefen Süden, sage und schreibe, 450.000 Meter gefahren. Weil er nie gefahren hat, konnte er das am Navi ablesen. Tolle Petze. Wir stammen direkt aus einer wunderschönen Hansestadt namens Dresden. Yeah. Hey, Baby, Doppeldo. Hey, Leute, wenn wir sagen Dresden, applaudiert ja. In 2 Tagen ist Montag. Ja, wir haben noch Platz im Auto, wer mit will. Oder, vor 4 Jahren durften wir noch in Österreich spielen. Da haben die Österreicher genauso dagestanden wie ihr, so, Horst, machen wir. Da haben wir gesagt, Leute, wenn ihr nicht applaudiert, schenken wir Frau Merkel. Wisst ihr, was da los war? Ja. 2 Österreicher. Naja, der Zug ist nur auch abgefahren. Da war es noch teurer als 9 Euro, ne? Also da einmal für euch angereist aus der wunderschönen Hansestadt namens Dresden. Das Duo Obscuro. Andi, wie viele Pfeifen siehst du? 3, richtig. 3 Pfeifen sieht Andi. Eine steht neben mir, eine hat am Maul und die andere hat in der Hand. Das andere ist die Kurzgeschichte. Aber im Gegensatz zu ihm sehe ich die wenigstens. Hey, mal. Ich habe ihm letzte Woche mal einen Spiegel geschenkt. Wir sind ja befreundet. Ach, guck mal. Siehste, du weißt zwar gar nicht, was es geht, aber du hast trotzdem Spaß. Aber hast du... Wer hat dir denn die Zähne aus dem Maul gehauen? Hey, das ist das Alter. Ne? Hä? Wo sind deine Eltern? Ja, keiner wollte es gewesen sein. Wenn du ein Kind bist, kein Problem. Wir sind genug Eltern, such dir welche aus. So, brauchst ja, du die anwenden, wir haben schon 20. So, wir fangen nochmal an. Also. Oh, Frau. Hey. Silber im Haar. Oh, ist das ein Bluthund? Stimmt, wenn ich drauf trete, dann blutet der. Oh. Gut. Mensch, ihr müsst halt wissen, er ist Koch im China-Restaurant. Er verwertet alles. Ein schönes Fell hat der Hund. Den Hund kannst du behalten, das Fell brauche ich noch. Gut. So, na dann, also, hau doch mal rein, wenn du dich verhandelt hast.